Guten Morgen. Eine Frage, die immer wieder auftaucht: Wie erkläre ich meinen Freunden oder meiner Familie, dass ich jetzt vegan lebe? Die Antwort darauf ist recht simpel. Gar nicht. Du tust es einfach. Denn wenn du anderen etwas erklären willst, wie zum Beispiel du jetzt vegan lebst, dann ist dies oft einfach auch nur der Drang, dich selber mitzuteilen. In den meisten Fällen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, dies zu erzählen. Gerade wenn man jetzt auch seinen eigenen Haushalt führt. Und ja, dann ist auch gewährleistet, dass du vegan wirst aus Überzeugung, deinem Körper und oder ja, den Tieren etwas Gutes zu tun. Und somit auch die Chance sehr, sehr hoch ist, dass du nachhaltig dabei bleibst. Der Wunsch nach Anerkennung ist in uns allen vorhanden, auch der Wunsch nach sich mitzuteilen. Bei mir zum Beispiel war besonders stark ausgeprägt und ist wahrscheinlich immer noch stärker als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Umso mehr bin ich auch für das Thema sensibilisiert, wenn es eben darum geht, etwas aus sich selbst herauszumachen oder nur einem Trend zu folgen. Man könnte jetzt sagen, lieber aus einem Trendgefühl Veganer werden als gar nicht. Dem Tier ist doch egal, warum es nicht gegessen wird. Aber das ist sehr eindimensional gedacht und nur die halbe Wahrheit. Das Problem ist einfach, dass die meisten Menschen sehr, sehr schlecht mit Rückschlägen umgehen können. Und entsprechend kann ich, wiederhole auch, kann es sinnvoller sein, lieber heute nicht vegan zu werden, sich gut zu informieren und zu motivieren und dafür morgen vegan zu werden. Wenn du vegan wirst, weil du dich informiert hast und oder dir dein Körper einfach deutlich intuitiv das zeigt, dann ist dies ein stabilerer Start. Und genau das ist ja auch die Grundproblematik, wenn man sich ja mit seiner neuen Lebensweise an Familie und Freunde heranwagt, dass man da auch häufig mit negativen Reaktionen konfrontiert wird und der stabile Start gefährdet wird. Das positive Grundgefühl, was man dabei hat, das wird dann ja auch schnell einer Belastungsprobe ausgesetzt. Und ja, entsprechend meine Empfehlung in der Anfangszeit der veganen Ernährung, insbesondere dann, wenn man noch nicht hundertprozentig informiert ist, einfach ja, darüber zu schweigen. Und wenn dann beim gemeinsamen Essen mal die Schweinshaxe rübergereicht wird, dann einfach weiterzureichen. Und wenn es dann zur Nachfrage kommt, dann einfach konkret auf die negativen Eigenschaften des Fleisch hinweisen, was man da gerade bekommt. Also jede Handlung, die man quasi dann neu ausführt oder die man unterlässt, wie das Verweigern des Fleisches, mit einem konkreten Argument erklärt und nicht mit einer generellen Antwort wie ich bin jetzt Veganer. Das Problem dabei sind wieder einmal die neurologischen Netze in unserem Gehirn. Das Wort Veganer löst in den Menschen, die diesen Begriff kennen, eine Reaktion aus, die in den meisten Fällen sehr, sehr kritisch ist, ohne dass sie wirklich darüber bewusst nachgedacht haben oder sich bewusst für diese negative oder diese kritische Emotion entschieden haben. Es ist einfach nur die logische Konsequenz der Einflüsse, die sie ja, in der Vergangenheit beim Begriff Veganer quasi unterlegen waren. Und die sind bei den meisten Menschen nun einmal negativ. Das bedeutet, dein Papa, deine Kumpels oder deine Freundin, die kann gar nichts dafür, wenn du den Begriff Veganer sagst, dass sie sich augenblicklich unwohl fühlen. Und dieses Unwohlsein erkennt man dann auch bei den Menschen, wenn man sie gut kennt, relativ schnell. Das kann eine Augenbraue sein, ein Mundzucken oder ein bestimmter Ton, der entweicht. Dies führt dann wiederum zu dir, zu einer unbewussten Reaktion, da dein Körper diese Signale kennt und weiß, dass der Gegenüber eben nun schlecht, kritisch oder aggressiv drauf ist und entsprechend gehst du auch wieder in den Abwehrmodus, ohne dass irgendwas bewusst passiert ist. Du hast einfach nur gesagt, Veganer und die Stimmung ist im Arsch. Obwohl wirklich keiner etwas bewusst negativ gedacht hat, sondern einfach wirklich dieses akustische Element, dieses Veganer genannt wurde und das neurologische Netz aktiviert hat. Diese Zusammenhänge muss man sich wirklich auch mal bewusst machen. Viele Menschen, die kritisch auf das Wort Veganer reagieren, haben nicht wirklich was gegen Veganer, sondern sie wurden eben nur in der Vergangenheit mit Veganerwitzen oder generell mit Veganern als Sinnbild der Gesundheitsninjas konfrontiert und auch beeinflusst. Daher, wenn ihr darüber reden müsst, haltet euch einfach an die Fakten. Wenn die Frage kommt, warum du diese leckere Schweinshaxe denn nicht mal wenigstens kosten möchtest, ja dann sag einfach, dass
Ja, die Steigerung des Krebsrisikos gerade bei Magen-, Speiseröhren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs ja, signifikant erhöht ist. Und ja, die Todesursache Nummer 1 in Deutschland, also die Herz-Kreislauf-Erkrankung, erheblich vom Fleischkonsum katalysiert werden. Und so gut schmeckt mir das Fleisch dann eben nicht. So, dass ich dann quasi ja, die letzten 20, 30 Jahre meines Lebens mit Medikamenten vollgepumpt werde oder ja, Dauergast bei Onkel Doktor bin oder im, ja, im glücklichsten Fall einfach nur innerhalb von ein paar Jahren ja, vom Krebs aufgefressen werde. So, und dann nicht noch vergessen einen guten Appetit zu wünschen und ja, und dann rattern die Köpfe zumindest mal, ne? Und das Gesagte muss eingeordnet werden, weil das etwas ist, was eher bei den wenigsten schon mal häufiger erwähnt wurde, diese Zusammenhänge, und demnach ist auch noch kein neurologisches Netz gebildet worden. Also bleib einfach bei den konkreten Fakten und rede nicht davon, dass du jetzt dein ganzes Leben umkrempeln willst. Ich bin jetzt Veganer. Ne? Das glaubt dir sowieso keiner in dem Moment und du musst es sowieso erst unter Beweis stellen. Und nicht nur deinen Freunden und der Familie, sondern in allererster Linie natürlich auch dir selber. Vielleicht wirst du, ja, willst du auch nur die vegane Ernährung einfach mal testen und dabei ist es sowieso ratsam, sich alleine damit auseinanderzusetzen, um auch am Anfang mal ja, einer eventuellen Schwäche nach einem Stück Fleisch nachgeben zu können. Anstatt sich dann in der Situation, wenn du das gesagt hast, vor dem Umfeld auch immer behaupten zu müssen und stark zu sein. Denn noch einmal, die Menschen können nur sehr schlecht mit Rückschlägen umgehen. Es ist ganz wichtig, das zu wissen. Ne? Wenn du gesagt hast, dass du Veganer bist und dann irgendwann einfach halt doch mal ein Stück Fleisch isst oder ein Stück Käse oder sowas, dann wirst du die Blicke, die du empfängst, das wird dir immer so irgendwie erscheinen, als dass da eine gewisse Befriedigung drin ist oder du fühlst dich, dass du es nicht geschafft hast, weil du sie ja auch mit der Tatsache konfrontiert hast, dass sie sich als Veganer sehen und nun isst der Veganer Fleisch. Aber wenn du nichts gesagt hast, also einfach mal ja, aus irgendeinem Grund für dich jetzt persönlich eben Fleisch essen tust, dann weißt du, dass du trotzdem auf dem richtigen Weg bist, weil du ja 6 Tage vorher kein Fleisch gegessen hast. Und ich sage auch immer wieder, ein Mensch, der 6 Mal die Woche Fleisch vermeidet und vegan lebt und dann mal einen Tag Fleisch isst, er tut auch schon so ultra viel für die Tiere und für seine Gesundheit. Gerade bei der Gesundheit ist es so, dass eine Einschränkung des Konsums tierischer Produkte mit jedem Gramm, mit jedem Kilo, was ihr weniger esst, eine signifikante Wirkung auf eure Gesundheit hat. Der Gesundheit ist es relativ egal, ob ihr 100% Veganer seid. Wenn ihr ein Steak die Woche esst, wird das wahrscheinlich keinen erheblich negativen gesundheitlichen Einfluss haben, sondern von den Puffersystemen im Körper, von denen wir sehr, sehr viele haben, abgefangen werden. Bei den Tierrechtlern mag es zwar nur dieses ganz oder gar nicht geben, aber viele der Tierrechtler sind auch einfach nur Fanatiker. Das ist gut für die Tiere, aber schlecht für deren eigene Gesundheit. Egal wie vegan sie sind. Fanatismus. Selbst für die beste Sache der Welt verblödet den Menschen. Und das ist immer schädlich für die eigene geistige Gesundheit. Das bedeutet, jeder Schritt hin zu einer pflanzlichen Ernährung ist positiv. Aber das torpediert ihr, indem ihr andere Menschen an diesem, euren Prozess beteiligt. Natürlich, wenn ihr einen Veganer kennt oder genau wisst, dass die Menschen euch dabei auf jeden Fall unterstützen werden, dann redet darüber. Das kann absolut eine positive Dynamik auslösen. Aber wenn ihr bereits überlegt, wie ihr das Vegansein eurer Familie oder euren Freunden mitteilen sollt, dann habt ihr ja bereits Bedenken. Und diese Bedenken reichen vollkommen aus, dass ihr meiner Meinung nach lieber nichts sagt. Wenn ihr irgendwann gefestigt und wirklich von Informationen vollgesaugt seid und dass ihr die ganze Diskussion, die dann kommen könnte, auch souverän meistern könnt, dann könnt ihr auch im Hinblick auf eine positive Beeinflussung eures Umfelds damit an die Öffentlichkeit gehen. Es ist auch meiner Meinung nach Unsinn, dass man immer Farbe bekennen oder Flagge zeigen muss. Das macht nur dann Sinn, wenn man auch ja, genau weiß, was man da hochhält. Aber in unserer Gesellschaft, da ist es wirklich immer so, da muss man Flagge bekennen. Bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Genauso mit dem Rechtszeug jetzt, Pegida und nicht Pegida. Du musst doch eine Meinung haben. Dass man einfach sich in Demut und Geduld übt, bevor man Aussagen trifft oder sich klar positioniert, das ist auch eine Lektion, die ich mit der Zeit erst erhalten habe. Aber dadurch eben auch gelernt habe, verschiedene Dinge, zum Beispiel, dass Menschen, die so eine klare Positionierung einfordern, einfach nur verblendete Fanatiker sind und
wo man keine Diskussion suchen braucht. In allererster Linie geht es bei dieser Forderung auch oftmals ja, um den eigenen Drang, wie ich vorgestern schon erwähnt habe, ja, sich zu positionieren, sich zu identifizieren mit etwas, um etwas zu sein. Ich bin Veganer und das ist aber immer einhergeht mit dem Verlust seiner selbst. Und das, wie gesagt, das Thema war vor 2 Tagen dran, brauche ich jetzt nicht nochmal aufzuwühlen. Also bedient diese soziokulturellen Ansprüche nicht, dass ihr unbedingt euch positioniert, schraubt euren Konsum tierischer Produkte einfach zurück und macht dies für euch. Und wenn ihr dann wirklich überzeugt seid, auch von der Erfahrung her, wenn ihr das nötige Wissen habt und auch die Stabilität in einer Diskussion zu bestehen und sogar vielleicht andere aufzuklären, dann könnt ihr so die große Glocke hängen und dann könnt ihr an Familie und Freunde herantreten. Und wenn es im Alltag eben nicht zu vermeiden ist, dann beschränkt euch auf konkrete Punkte, warum ihr konkrete Dinge eben nicht esst, wie zum Beispiel die Schweinshaxe. Das ist mein Appell an euch. Ernährt euch wirklich Stück für Stück pflanzlicher, merkt zum einen die gesundheitlich positiven Veränderungen und informiert euch auch immer weiter. Und dann irgendwann, ja, dann könnt ihr dann nach außen gehen, nach eure Familie und Freunde herantreten damit. Ja, in dem Zusammenhang auch immer ja, das Lieblingszitat meiner Oma: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und lasst euch von Fanatikern nicht einreden, dass das in irgendeiner Weise feige oder schwach ist, erst für sich privat seine Erfahrung zu sammeln und eine Meinung wirklich zu bilden. Es ist oftmals sogar viel zuträglicher für die Sache, aus einer starken und gefestigten Basis zu agieren. Was war das? Ah ja, genau, der Trailer für meinen Let's Talk, was am Donnerstag wieder stattfindet. Also nur noch einmal für diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist. Am Donnerstagabend um 8 könnt ihr mich live anrufen und über das reden, was ihr wollt. Kein Thema ist tabu, das was euch beschäftigt, das ist das Thema, worüber wir reden. Ich habe ja auch nochmal einen Link zu dem Tutorial, was ihr installieren müsst, das Google Hangout, um eben noch live in die Sendung kommen zu können. Wenn ihr nur zuschauen wollt, das ist einfach am Donnerstagabend 8 Uhr auf meinen Kanal gehen und ihr ja, könnt die Gespräche live verfolgen. Ich bin immer zu sehen, der Zuschauer nur dann, wenn er auch möchte, per Webcam. Und ja, ihr könnt dann auch im YouTube Chat mit den anderen kommentieren und auch Zwischenfragen stellen. Ich schaue da auch immer wieder drauf und ja, ich hoffe wieder auf interessante Themen und eine ja, wirklich schöne Zeit mit euch. Als letzten Tipp noch der Hinweis auf die Amazon Cyber Monday Woche. Ich habe vorhin ja meinen Mixer, der 150 Euro normalerweise jetzt kostet, für 100 Euro bekommen. Und da immer mal reinzuschauen in diese Aktion lohnt definitiv, wenn man wirklich sein Geld bewusst ausgeben will und nicht einfach nur raus damit. Ne? Also Link zur Aktion habe ich euch auch unten in die Infobox gepackt, wenn ihr nicht wisst, wo ihr das findet. Ansonsten ja, bin ich gespannt, was ihr vom Ansatz haltet, ja, das Vegansein erstmal für sich selber auszuprobieren und ob ihr damit persönliche Erfahrungen gemacht habt oder ja, wie war das bei euch? Seid ihr direkt an eurer Familie gegangen, auch wenn ihr noch nicht gefestigt war? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Ja, wie outet man sich? Outen, ne? Das würde mich interessieren. Ich sehe euch morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.